Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Republic Schmuggler bzw. Schurke. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Nee, haben wir auch nicht. Oh, hier aufgehört. Warum sage ich das eigentlich immer? Egal. In der letzten Folge haben wir auf Rishi aufgehört. Die letzte Klassenquest noch gemacht, die wir noch bekommen haben. Und jetzt geht's hier weiter. Auf dem Schiff und zwar, ich habe die Quest hier schon mal genommen, weil die automatisch angenommen wird, wenn man. Ja, wenn 4 beendet, Auftakt, Aufstieg des Imperators. Und wir müssen dafür die Emotionskonsole benutzen. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1. Und ich würde sagen, wir nehmen hier eine Präsenz auf Zios an. Wiederhole, republikanischer Codename, Auric Nen. Hey, endlich! Selber hey, Teron. Ihr habt euch also endlich dazu durchgerungen, mich um Flugunterricht zu bitten? Das ist kein Scherz, Captain. Ich bin in imperialem Raum über Siost. Ich wollte heimlich landen und meinem Bodenteam helfen, aber ich habe die falschen Freigabecodes benutzt und meine Schilde halten nicht mehr lange durch. Konzentriert euch. Was habt ihr vor? Ihr seid ja wahnsinnig. Bringt euch erstmal in Sicherheit, dann können wir reden. Nein, ihr müsst hören, was ich zu sagen habe. Ich habe Berichte erhalten. Durchgedrehte Soldaten, Sklaven und Zivilisten, die unter Beschuss stehen. Ich hatte eine Vermutung, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich habe ein verdecktes Team losgeschickt, um der Sache nachzugehen. Aber es ist alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube, er ist es, der Imperator. Ich bin unterwegs, passt auf euch auf. Ihr hättet zu mir kommen sollen. Nichts sagen. Ich bin da, so schnell ich kann. Haltet durch, Teron. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich schicke euch die richtigen Freigabecodes und die Koordinaten um meinen... Bin getroffen! Werde versuchen, dieses Ding zu landen. Sucht nicht nach mir, ich bin... Teron? Teron, meldet euch! Oha. Das ist nicht gut. Okay, dann ab dahin. Zios. So, da wären wir. Aber gefährt ist auch direkt wieder da. Achso, das war Risha, haben wir gerade eben schon gesehen. Und ja, wir erstmal Auftakt, Aufstieg des Imperators. Noch ein paar Credits dafür. Wie? Ganz kurz hier. Das sollte kein Problem sein. Oh, ist fast 2600. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich will den ganzen Kram hier. Oh, ich hätte das vielleicht mal alles ablagern sollen. Legen Sie wohl. Das mache ich auch direkt mal. Oder auch nicht, denn von hier aus geht das leider nicht. Also, gehen wir erstmal zum Planeten. Imperiale Militäreinheiten auf Zios reagieren nicht mehr auf orbitale Kommsignale. Macht weisen darauf, dass sich das Militär gegen die Zivilbevölkerung gewandelt hat. In einem imperialen militärischen Außenposten lassen sich möglicherweise weitere Informationen finden. Als auch ein Transporter steht zum Abflug bereit. Zum Außenposten reisen, vom Terminal zurücktreten. Wir reisen natürlich. Hin da. Ich hoffe, dass es auch wirklich was anderes ist als die Dailies. Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ja, sieht glaube ich ein bisschen anders aus. Das hier ist übrigens auch komplett blind. Ich glaube, das ist was anderes. Was haben wir hier? Damit kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ne, damit kommen wir zurück. Wo fliegt uns das Ding denn hin? Ach, hier sind wir jetzt. Ah, ich hatte mich damals mal gefragt, wann ihr hinkommt. Jetzt weiß ich es also. Ich mache aber jetzt mal ganz kurz einen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Können auch gleich nutzen. Perfekt. Also wir jetzt hier. Ich habe mich damals mal gefragt, wann ihr hinkommt. Jetzt weiß ich es also. So. So, wo müssen wir hin? Nach da hinten hin. Ich denke mal, da muss ich ja mal rumfahren. Definitiv woanders als sonst. Das ist als in den Dailies. Oh fuck, ein Gegner. Und ich hänge an dem scheiß Ding hier fest, toll. Also, Rotation. Ich hatte mich bisher in den Flashpoints, ich muss ja auch ein paar Flashpoints nebenbei machen, für, um überhaupt das hier spielen zu können. Da hatte ich echt totale Probleme. Mit der Energie. Mittlerweile kriege ich es eigentlich immer relativ gut eingehalten. Was habe ich nach oben?
zwar hier nach oben. Oder? Das Terminal sieht nicht gar gesund aus, wenn man das anfasst. Oh, der ganze Raum sieht nicht gesund aus. Ist da jemand? Theron? Ich hatte euer Eintreffen vorausgesehen. Konnte es aber nicht glauben. Warum auch, nachdem ihr meine Wiedergeburt auf dem Yavin-Mond miterlebt hattet? Warum solltet ihr erneut dem Tod ins Angesicht blicken wollen? Und dann habe ich erkannt, ihr seid einfältig. Nicht besonders hell. Aber das ist in Ordnung. Es freut mich wirklich, dass ihr hier seid. Ihr werdet Zeuge des Untergangs einer ganzen Welt, falls ihr lange genug überlebt. Besiegermeister Geralt, besiege die Streitkräfte der Angreifer. Das ist überhaupt eine große Viecher hier. Nachttapferkeit, nee, das hat jetzt nichts damit zu tun. Rotation einhalten. Das hier, dann das, dann einmal boxen, dann das, dann das. Das war's auch schon, ne? Ja, ja, danke, toll. Dann das. Das. So. So. Solange noch Skills auf Abklingzeit sind, natürlich hier überspringen. So, ich habe jetzt ja auch nicht viel Mühe gegeben mit der Rotation, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe die jetzt einfach nur Arsch zusammengeschoben. Er ist weg. Ich kann. Endlich. Schlafen. Hinter dir. Hinter dir. Schon wieder zurück? Ich schätze, ich sollte mich geschmeichelt fühlen. Dann haben mich meine Sinne also doch nicht getrogen. Ihr seid es wirklich. Lana Benico. Ihr seid die letzte Person, die ich hier erwartet hätte, Captain. Ich bin hier, um zu helfen. Jedi auf Zios? Interessant. Ihr seid nicht besessen. Irgendjemand muss ja den Imperator aufhalten, oder? Falls ihr Hilfe anbietet, nehme ich sie gerne an. Die Lage gerät immer schneller außer Kontrolle. Dieser Jedi, der nicht bei klarem Verstand war, er gehörte zum sechsten Prinzip. Was? Das sechste Prinzip? Nie davon gehört. Das ist ein Team von Jedi-Kommandos, das insgeheim für den SID arbeitet. Sie folgen ihrem eigenen Zusatz zum Kodex der Jedi, daher auch der Name. Es gibt keine Überlegungen, nur Pflicht. Toller Standpunkt, solange sie auf eurer Seite stehen. Entschuldigt bitte die Störung. Ich habe einen Suchdroiden zu der abgestürzten Fähre geschickt, Ministerin Benico. Sie ist leer. Agent Kovac, das ist der ehemalige Verbündete, den ich erwähnt hatte. Im Moment wollen wir alle dasselbe erreichen, also würde ich vorschlagen, dass wir zusammenarbeiten. Er hat euch Ministerin genannt. Ja, das hat er. Wir wissen, dass Theron Shan in der Fähre war. Und wir wissen auch, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass das sechste Prinzip auf sie aus ist. Bis jetzt hat Theron nur dafür gesorgt, dass unsere Probleme noch größer werden. Hoffentlich bleibt es nicht weiterhin so. Theron ist hier, um den Imperator aufzuhalten. Genau wie ich. Vichyet ist nicht unser Imperator. Nicht mehr. Wie ihr selbst gesehen habt, ergreift Vichyet von immer mehr Soldaten und Sith-Besitz. Sein Ziel ist immer noch die Vergrößerung seiner Macht. Agent? Die dunkle Seite ist stark auf Siost. Mit den Ressourcen des Außenpostens kann der ehemalige Imperator die Schutzlosen hinschlachten, um sich selbst zu stärken. Je mächtiger er wird, desto mehr Leute kann er kontrollieren. Er wird weiter töten, bis nichts mehr übrig ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich werde überall gebraucht. Und zwar gleichzeitig. Ich habe mich sowieso schon zu lange aufhalten lassen. Agent Kovac hat einen Plan, der helfen sollte, das Blutvergießen einzudämmen. Agent?
Nach den Ereignissen von Yavin wurde ich hierher geschickt, um den Sith-Geheimdienst zu infiltrieren. Ich arbeite für Teron Shan. Es war geplant, dass wir uns hier treffen. Wir könnten seine Hilfe gebrauchen. Das behauptet ihr. Ihr spielt mit dem Feuer. Wenn ihr wisst, wo er steckt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es mir zu verraten. Ich konnte ihn nicht erreichen. Schon seit dem Absturz nicht mehr. Aber es ist wohl besser, jetzt nicht darüber nachzudenken. Die Waffenkammer des Außenpostens ist im Moment völlig ungeschützt. Jeder kann dort rein. Wir müssen sie abriegeln. Dann zeigt mir den Weg. Bin schon dabei. Okay. SED-Mitarbeiterbericht. Agent Rain Kovac. Kriegen sogar noch Zias Holospeicher. Und einen neuen Helm. Reparatur. Zederfasser, nehme ich den. Gut ist natürlich, dass die ganzen Gefährtenquests auch Dings geben. Einfluss. Füll das mal hier ein. 67. Oh, das ist ja viel, viel besser. Hierdurch kriegt man also auch relativ gute Modifikationen. Das heißt, gut, 38A. 190er Kram. Jetzt kommt auch noch eine Quest. Ne, wir nehmen Quest mal mit sogar. Ich glaube, die kann man auch nicht nochmal machen irgendwann später. Falls mich irgendjemand hört, ich habe Freigabe, aber die Luftabwehr erkennt mich nicht als verbündete Einheit. Ich kann nicht landen. Wiederhole, ich kann nicht landen. So kein Notfall in der Reparaturset. Komm ich das hier? Notfallanzeige. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr gerne jetzt Pause drücken. Ich lese es jetzt nicht vor. Oh, da gibt's ja gar nichts. Ein Jedi kann alles heilen. Da ist das Set. Ich hab schon wieder da hinten gesucht. Nach der Fähigkeit. Ach so, ein einziger Gegner habe ich gezogen. Ich dachte jetzt beide. Da finde ich auf jeden Fall dieses Reparaturset. Ich würde sagen, hier nehme ich auch mal die Nebenquest so mit. Ja, das Landefeuer-Landezone. Ich sag mal so, ich kann die glaube ich eh nicht normal machen. Irgendwann später und... Irgendwie habe ich auch Lust darauf. Das dauert allgemein nicht wirklich lange. Ja, so springt war auch geplant, dass ich erst morgen anfange. Weil ich nicht dachte, dass ich mit Rische und Yavin so schnell durchkomme. Ich dachte aber doch. Oh, mit Oberhand kann ich sogar das Sephordic-Zier einsetzen. Interessant. Roter macht ja doch einiges aus. So, das Ding erstmal reparieren. Dann haben wir hier noch eine Staffel. Und da ich nicht weiß, ob der vielleicht einen Erfolg oder sowas bringt, besiege ich den einfach mal. Kann sein, dass der irgendwas Wichtiges bringt. Du willst gleich mal die Rotation üben. Schenkelschuss, Schnellschuss, wieder von vorne. Ist der hier wieder da. Dann wieder der hier. So. So. So, fertig. Ja, er bringt sogar einen Erfolg. Kampf gegen Elge Staffel ZX3. Es wird noch ZX5, 4. Alle fehlen eigentlich nur noch. Vielleicht finden wir die Event der Story. Also auf jeden Fall dran denken, die zu besiegen. So, wo sind die doch mal von diesen komischen Fässern? Da hinten sind noch welche. Ist doch nicht mal eine Phase hier. Ich wundere es ehrlich gesagt, dass man hier gar nicht mehr zurückkommt später. Deswegen will ich das jetzt hier auch möglichst viel mitnehmen. Weil wie gesagt, wir kommen hier nicht mehr zurück. Zumindest kenne ich keinen Weg hierher. Vielleicht wisst ihr ja einen. Hier geht es ja auch mit einem Bug oder so, dass man wieder zurückkommt. Ja, natürlich ganz praktisch, dann könnte man später auch wieder die Quests hier machen. Ich weiß nämlich gar nicht, kann man die vielleicht nochmal machen. Nee, nicht wiederholbar. Bringe aber ordentlich EP. Ich bin ja auch jetzt 68. 70 habe ich noch nicht erreicht. Logischerweise auch offscreen weitergelevelt. Zwei von drei. Machen wir drei von drei. Warte, bringst du vielleicht irgendwas? Du stehst hier so offensichtlich. Ja, fuck, das war schon wieder. Ich hab mich schon wieder verklickt, diesen Kack. Die ist mir zu offensichtlich, dass ich die jetzt übersehen werde. Ja, ich brauche gerade ziemlich lange. Hier unten sind nur so Lebensskills, die total falsch angeordnet sind eigentlich. Das ist dann mehr so für Bereichsschaden. Bringt mir leider nichts. Oder? Vermächtnis? Gott, mal gucken hier, ob es irgendwas gibt. Allgemein. Hab schon geschafft. Mission.
Hier sehen wir nämlich, wir bekommen dafür auch einen tollen Gleiter. Was heißt toll? Und natürlich auch noch ein bisschen eine kleine Pflanze hier. Wenn wir hier alles schaffen. Und vielleicht macht es ja sogar Sinn, hier alle Quests auch mitzunehmen. Ich kann die Dinger ein bisschen eigentlich respawnen, weil es hier gar keine Phase ist. Und ich habe noch hier genug Erfahrungsschübe. Pferd wegliegt. Ich wollte eigentlich hier drauf klingen. Ich bin auch hier und gleich nicht mal gesperrt. Ich wäre sehr gut. Ich sorge ja schon dafür, dass ich sie gleich rausziehe, die Skills. Du mal, warte, ich würde eine Sache will ich noch zurück. Hier. Ah, hier. Sogar ein versteckter Erfolg gibt es hier sogar. Das haben wir alles geschafft? Ja, okay, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir wirklich nur diese Gegner besiegen. Warte. 15, 20, 25, 25. 70, ja gut, misspassen. Weiß ich jetzt nicht, ob es irgendeinen Erfolg oder sowas dafür gibt, wenn ich jetzt diese Gegner da hinten umbringe. Also ich nehme auf jeden Fall die ganzen Nebenquests hier mit. Gehen ja auch alles schnell, gibt ja auch keine Gespräche, also das wird eigentlich schnell gehen. Oh, guck mal, hier ist sogar der nächste Gegner von denen. Nehmen wir auch gleich mit. Machen wir jetzt noch in die Folge. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Aber kannst du mal bitte mal dichter kommen? Die anderen Gegner jetzt hier ungern brüllen. Wie viele Gegner? Oder hat das irgendwas anderes damit zu tun? Dass ich das auch manchmal vor dem Ziel einsetzen kann, so haben wir immer 4 auch besiegt. Gibt es da noch irgendwo 1 und 2? Kann ich auch gleich mal suchen. Ich würde sagen, ich suche mal offscreen kurz mal noch ein paar Gegner noch. Ja gut, und dann sage ich erstmal bis bald und ciao.